Einen schönen guten Tag und willkommen zurück zu Unreal Championship 2 Seleandri Konflikt. So, dann mache ich da weiter, wo ich letztes Mal aufgehört habe mit dem 17. Kapitel Finale. Aus diesem Grund bist du hier, die letzte Runde der Thronbesteigungsriten. Jetzt wirst du verstehen, wie es deinen Großvater ging und alle großen Champion deiner Ahnenreihe. Nach Tradition der Nocti dauert dieser Kampf bis zum Tode. Die letzte Tötung wird echt sein. Alle Regenerationssysteme werden deaktiviert sein. Der Sieger wird zum Kaiser gekrönt und der Verlierer wird noch vor Sonnenuntergang vergessen sein. Okay, das heißt, ich kämpfe diesmal gegen Celtic. So, ich bleib bei meiner Bewaffnung treu. Flakkanonen und Stinger. Nervös? Wenn dir nicht gut ist, solltest du dich setzen. Ich schaff's schon. Letzte Gelegenheit abzuhauen, Feigling. Das Einzige, was ich hier fürchtete, war, was ich in deinem Herzen sah. Ich habe dich getestet und du hast versagt. Ich hab versagt? Du hast den Schwanz angezogen und bist weggelaufen! Deine machtverrückte Familie hat unsere Ehe geplant. Aber das war mir egal. Ich habe dich geliebt. Ich verließ das Turnier, um zu sehen, was dir lieber war. Ein Kaiser oder ein Ehemann. Ausreden. Du hattest nichts als Angst, Schwächling. Glaub, was du willst. Ja, ich verließ das Turnier. Aber du hast mich verlassen und ich wollte nicht ohne dich herrschen. Ich war ein dummes, verknalltes Huhn. Meine Familie hielt mich davon ab, dir zu folgen. Und ich danke ihnen jeden Tag. Deine Familie hat dich davon abgehalten. Sie warten. Es ist Zeit. Lass sie warten. Ich habe jahrelang gewartet. Wir müssen nicht. Ich habe genug von deinen Lügen. Die Prinzessin des Schmerzes! Ich wünschte, es gäbe einen anderen Weg. Und der Herausforderer der nördlichen Küste, Anubis! Selke gegen Anubis! Die Leandri führen uns aus einem finsteren Zeitalter. Tradition bedeutet unserem Volk nichts. Jetzt bin ich ihre Zukunft. Auf die wartet noch eine Überraschung. Die alten Sitten sind gestorben. Und du wirst einfach mit ihnen sterben. Fertig! 3, 2, 1, 7! Okay, das fängt schon mal richtig gut an. Die startet direkt mit einem doppelten Schaden. Jetzt bin ich ja echt dann überlegen. Ah, das ist wahrscheinlich eine Karte, die ich gar nicht so mag, halt, weil. Ja. Ich mag die echt nicht, die Karte. Oh. Wo ist sie denn? Ah, okay. Der hat da Scharfschutzgewehr bei sich. Und er flackert. Nach oben.
ist noch nicht da, okay. Suche und zerstöre. Ich bleib mal hier oben. Adrenaline full. Zack. Jawohl. Ah, verdammt. Ärgerlich. Mann am Boden. 2-2, okay. Adrenaline full. Warrior Spirit. Ah. Letzten Abschuss. Ah, komm. Gut, okay, umdenken. Ich bin kein Freund von dieser Karte, ich weiß nicht warum. Boah. Wer will was davon? Oh. Ah, perfekt. Genieße das Leben nach dem Tod. Ich habe keine Flakkanone mehr. Okay, Ich muss kein Problem mehr eine Aufgabe. Gut, momentan führe ich wieder. Ah, verdammt! Gut, kein Selbstmord begann. Ach komm. Gut gemacht! Ach komm. Ich habe gut gekämpft. Okay, hier ist nix. Wieder Gleichstand. Ah, verdammt. Okay. Jetzt heißt es ein bisschen warten. Na? Ach komm. Mir einen Kopfschuss verpasst, okay.
getötet. Noch fünfmal töten. Genieße das Leben nach dem Tod. Okay. Ah, da war die. Oh, na gut. Genieße das Leben nach dem Tod. So, er ist noch nicht da. Okay, drei Abschüsse noch. Ist noch nicht da. Hm. Mach her. Ja, diese 1-gegen-1 Gefechte sind immer wieder, wie soll ich das sagen, intensiv. Wow! Ah. Jetzt hat sie sogar noch den Schadensverstärker genommen. Das heißt, einmal verstecken. Blendet. Okay, ich bin hier. Okay, der ist noch nicht da. Hm. Oh, jetzt erst. Ja, noch nicht, okay. Ach, die hat diesen Schild an. Ah, okay. Zack. Ach, nein. Jetzt das glaube ich nicht. Okay, die ist schon schneller. Weil weibliche Charaktere sind schon sehr schnell unterwegs bei Unreal Championship 2. Anubis ist ein Allrounder. Halt. Und die dicken Brocken, wie halt diese Ska-Krieger, das sind halt die schweren Leute. So. Nee, jetzt. Ah. Ah, jetzt habe ich meinen Vorsprung ein bisschen verringert. Ah, verdammt. Adrenaline full.
Fall irgendwo da oben. Mögen die Götter mir gnädig gesinnt sein. Ah, ich habe keine Waffe. Nein, ich schon wieder. Nein, nicht schon wieder. Gut, solange ich meinen Vorsprung noch halten kann, bleibe ich mal hier im Kellerbereich. Schadensverstärker. Es bleibt spannend. Hätte ich jetzt selber nicht gedacht, dass dieses Finale echt so lange dauert. Ich frage mich, ob ich glaube. Man nennt mich nicht ohne Grund Prinzessin des Schmerzes. Ah, verdammt. Nur noch einmal töten. Das ist einfach nicht wahr. Flackaffe.
Das ist mein Tempel. So, ach, da unten ist sie. Okay, die ist abgestürzt. Was schon mal gut ist. Nicht da. Gar nicht gut. Na toll, Du wirst mein Körper. Okay. Du kannst dich nicht verstecken. Doch. Ich kann mich wohl verstecken. Du hast mich wirklich geliebt. Ich wünschte, ich hätte... Unglaubliche Thronbesteigungsriten nähern sich ihrem Ende. Glückwunsch nochmals an den neuen Kaiser. Wir sind in ein paar Wochen wieder täglich bei dem großen Liandri-Turnier dabei. Gute Nacht, Leute. Kaiser Anubis, es gibt so viel zu tun. Da wäre die Krönung, euer Interviewzeitplan. Ich war da, um sie aufzuhalten, nicht um zu gewinnen. Und jetzt habe ich alles verloren. Seid nicht dumm. Eure Quoten sind fantastisch. Es wäre uns eine Ehre, euch für das große Turnier zu sponsoren. Scheiß auf euer Turnier. Ich bin fertig. Es muss doch nicht so enden. Sie musste nicht so enden. Aber nicht einmal der Nocti-Kaiser kann sich den Necris-Prozess leisten. Aber ihr könnt das. Ist es das, was Sie meinen? Ganz genau. Ihr gewinnt weiter, wir bezahlen weiter. Ein Pakt mit dem Teufel. Alles eine Sache der Perspektive. Tun Sie's. Ich verdiene es nicht, diese Menschen anzuführen. Kein Grund zur Sorge. Wir kümmern uns um alles, während ihr weg seid. Scheiß auf euer Turnier. Das ist perfekt. Das kommt in die Pressemitteilung. So, ja, das war's dann auch. So, okay, freigegebene Inhalte, Figur Selket und Anubis Turnierleiter, okay.
So. Ja. Das war's dann auch mit den Turnierbesteigerungsriten. Oder halt die Story-Modus halt. Ja, an sich ist doch eine sehr schöne kleine Geschichte, wie ich finde. Halt so, jetzt nichts Besonderes, aber so nett erzählt so von so einem... Von, ja, wie soll ich das am besten erklären halt? Vom Anfänger bis zum Kaiser. So in dieser Art Laufbahn. Mit so ein paar Stolpersteinen eingebaut. Um halt zu gucken, kann man den verhindern, unser Anubis. Finde ich doch sehr schick, oder sehr nett erzählt halt. Optisch gesehen auch schick gemacht, das Spiel. Halt, das ist noch... Ne, das Spiel basiert auf die Unreal Engine 2, genau. Was immer noch sehr gut aussieht, hey. soundtechnisch auch wunderbar, eine Wucht halt. Auch musiktechnisch. Auch musiktechnisch war auch okay. Ja. Genau, jetzt bin ich damit fertig. Und jetzt kommt halt die Frage. Ich stelle mich selber persönlich die Frage, ob ich halt hier noch weitermache, weil vielleicht mache ich direkt einen 100% Spielstand daraus. Weil ich habe ja noch die Turniere noch. Mit den einzelnen Figuren halt, wie Selket und ein paar Figuren, die ich noch freischalten muss halt. Unter bestimmten Bedingungen halt. Und ich habe ja noch diese Herausforderungen halt. Die auch ziemlich knackig sind, aber machbar. Da gibt es so ein, zwei Herausforderungen, da sitzt man schon ein bisschen länger dran. Ja. Oder die, das wäre halt die erste Option halt. Ich mache daraus einen 100% Spielstand mit Unreal Championship 2. Die zweite Option ist halt, ich nehme mir Unreal Tournament 3 vor. Nur in Sachen Story. Dann lasse ich das mal irgendwann mal. Mache ich das dann mal weiter. Oder die dritte Option ist halt, ich mache irgendwas komplett anderes halt. Weil ich finde es schade, dass die Unreal Championship nicht weitergemacht haben, diese Spin-Off-Serie zu der Unreal Tournament-Reihe. Oder allgemein Unreal-Reihe halt. Ist halt sehr, sehr nett gemacht halt. Der erste Teil ist halt eine Konsolenfassung von Unreal Tournament 2003. So wie ich mich erinnere halt. Sprich nur diesen Arena-Fokus nur im Sinn. Was ich aber schade finde, dass es nicht abwärtskompatibel ist, weil das hätte schon wunderbar gepasst halt. Ja. Genau. Was ich auch noch gut finde ist halt, dass die haben ja mit Midway zusammengearbeitet und die haben ja auch diesen Mortal Kombat Sprecher drin gehabt zu... Das war zu Deadly Alliance Zeiten. Deadly Alliance Deception und Armageddon. Den Sprecher haben die da mit eingebaut. Als Ansager. Finde ich auch ultra witzig. Sonst, ja. Würde ich mal sagen. Wie gesagt, nette Geschichte halt. Sieht immer noch gut aus. Und. Ja, hat sogar noch nette Bonus Zusatz bekommen halt. So, ja, das ist so die Kurzfassung. Wie gesagt halt, entweder ich mache daraus einen 100% Spielstand, ich nehme entweder die Herausforderung dem nächsten Angriff oder die Turniere, je nachdem. Ich glaube, ich werde eher die Herausforderung erstmal fertig machen und dann die Turniere. Oder ich mache direkt mit Unreal Tournament 3 weiter, was ich für die Xbox 360 habe. Oder es kommt komplett was anderes. Das ist, da bin ich mir ehrlich gesagt noch nicht sicher halt. Und ja, mal schauen, was sich so ergibt. Ansonsten würde ich wirklich mal sagen, war es das auch wieder fürs Erste. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Ganze. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag noch. Bis bald und tschüss.